Okay, auf geht's. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis hier das Spiel quitte. Auf der Greasewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischen Richtungen und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Diese seltsamen Verhalten am Himmel wurden 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihrem Fenster schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug? Oder ein Wunsch aller auf sich aufmerksam zu machen, oder eine außerirdische Invasionssensation. Die Journalistin Taylor Fox reist zu Greasewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Und hier beginnt unser Spiel. Herunterladen. Aufgabe mit dem Farmer Peter Sherman reden. Ich will mal kurz das schon gerade in der Audio. Und das gerade schon das Autogeräusch war. Und Lautstärke, ja, will ich nicht, dass mir das Trommelfell weggefetzt wird. Und lauten Schrei, den Wand. Okay. Nachts durch den Wald ist bestimmt eine gute Idee. Haben wir hier im Kofferraum noch was drin, was wir mitnehmen können? Na, das kann ja was werden. Drei Punkte. Dies ist ein großartiges Material für ein Fotostory. Naja, ist jetzt nicht unbedingt. Sherman's ab durchs Feld. Jumpscare 3, 2, 1. Da knackt was im Busch. Des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden die Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen einen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Also keiner hier, außer uns. Ist ja großartig. Was soll da schon schief gehen? Außer Funktion natürlich. Das ist vielleicht ein Fehler, die Tür zuzumachen. Ist sowieso nur angelehnt. Zeitung. Dies ist eine alte Zeitung über Kronkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Eine Pizzaschachtel. War ab und zu hinter mich, das ist glaube ich keine
blöde Idee, wenn wir hier durch ein verlassenes Haus laufen. Auf einem verlassenen Grundstück. Bei Nacht. Foto. Die Foto Mitglieder der Schauenfamilie. Gut, auf dem Foto Mitglieder der Schauenfamilie. Der Hund und das Kind. In der Waffe würde ich mich hier im Spiel wohler fühlen. Ja. Wenn man schon nachgehört, ist dem verschwundenen Mädchen. Vielleicht kann man seltsame Laute hören. Okay, wir sind schon in dem Zimmer des verschwundenen Mädchens, des Farmers. Das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als sie eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass das Ungeheuer sie entführt haben. Ja. Kinderzeichnung. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das ist beidseitig bemalt. Ach du Scheiße. Jetzt bestimmt Leute. Diese Wesen wollen bestimmt nicht, dass wir ihm auf die Stiche kommen. Irgendwas sehen aus dem Fenster heraus. Können wir nicht. Ich komme in Frieden. Liebe Aliens. Ich berichte hier nur, ich mache nichts, ich greife euch nicht an. Ich hab von mir nichts zu befürchten. Wenn mir nichts tut, dann tue ich euch auch nichts. Gedrucktes Foto. Ein Foto aus dem Internet. Sieht so aus, als hätten Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ein Foto ist nun das. Ja, okay. Mehrere Fotos. Die kennt man, die Fotos. Von den Sichtungen angeblichen. Kindertagebuch des Farmers. Sticker, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Text: Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell. Und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran, festgewachsen zu werden.
Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizieren. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich habe spät am Abend am Pier auf, ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht. Ich habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf. Und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst, einzuschlafen. Ja, schön, kein Kopien machen, sondern ein Foto. Schlecht zu sehendes Foto. Das ist nicht gut. Ui. Shit. Die Technik ist kaputt. Fenster nix. Oh no. Die Kommen sind doch nicht telepathisch. Ich hasse Jumpscares. Kopfhörer abnehmen macht's entspannter. Sehen, hören. Oh Gott. Geräusche ist sowas viel entspannter. Zelle des Farmers. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist es ein seltsames, unangenehmes Juckeln am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach, die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als mein altes Tagebuch fand. Ihnen dann begannen die Migräne, die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da, da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Wir haben mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Aber es ist nur die Matrix. Ach du Scheiße. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, in der außerirdischen Implantat in dem Ohr hervor. Groß geschnitten zu haben, vielleicht nehmen.
hießen, wie hieß der Agent aus Matrix? Jetzt müssen wir ein Foto machen. Zumindest will man zumindest mal untersuchen. Ich meine, das ist also. Ich bin mir weiß, aber. Oh oh. Was ist denn so? Oh shit. Okay, ich höre das bis zum Beginn, habe ich den Kopfhörer auf. Das bis hier. Ohne Kopfhörer. Zum Auto. Mich umdrehen. Einsteigen, wegfahren. Scheiße. Demo. In der Vollversion des Spiels finden Sie ein großartiges Territorium der Wasteland Farm. Eine fürchterliche Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste dazu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Ja, so ist das bei der. Aber wie es gibt, so ein bisschen. Joa. Prolog, das ist dasselbe wahrscheinlich. Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO. 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld ist ein geheimer Soldat, Michael Anderson. Ich sag doch mal, Matrix, der auf der Militärbasis in der Nähe von Bauernhof Gracewood im Dienst ist. Zufälligerweise wird der Zeuge schrecklicher und unerklärlicher Ereignisse. Na, fantastisch. Air Force Base, August.
Was sehen wir hier? Na toll. Schon wieder in der Nacht unterwegs. Warum können die Leute nie bis zum Morgen warten? I read you 5x5, sir. Out. Dann können die Leute in Horror spielen nie bis zum Morgen warten. Muss das immer alles bei Nacht. Mal gucken. Welche Richtung muss ich nochmal hin überhaupt? Straße entlang. Genau hier entlang. Ist doch ein Helikopter. Okay, wo soll das sein, mitten im Wald oder? Nur ein Baumstamm. So, Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. The counter indicator is average. Roger that. We're on flight here. Okay, bisher noch nichts weiter Spannendes. Die Helikopter wartet da drüben. What the hell is going on with your devices? Radiation levels rising? Over. It got worse. Base, can you hear me? Something strange is happening. Devices break down. Indicates a conflict. Der redet viel zu leise darum, dafür, dass er in Funkgerät spricht. Manchmal können Sie mich hören, ist es zurück. Vielleicht ist da etwas draußen. Redet viel zu schüchtern, dass das durch das Mikro das alte Gerät irgendwie ankommt. Ich habe hier was gesichtet. Das ist da eventuell vor mir, das könnte man haben wir. Kann mal irgendwas sein? Ist das da? Kannst du mir erzählen, dass das irgendwo ankommt? Bis jetzt ein schöner Nachtspaziergang.
mit dem Licht vom Helikopter. Das technische Gerät mal durchdrehen. Kann passieren. Omega, fly away. Michael Anderson, follow protocol. Oh. Blaues Licht. Oh shit. Fuck. Fuck. What the hell is going on? Can anyone hear me? Over. Can anyone answer? Scheiß drauf, hör auf uns drauf zu. Wir haben nichts zu verlieren. Das ist natürlich genau das, was man machen sollte. Nachtsicht. Kommen wir jetzt auf die Idee. Oh shit. Wenn man so alle Red Flags ignoriert, einfach mal. Auf alles scheißt. Das Reh, Helikopter. Ich laufe jetzt natürlich direkt darauf zu. Das kann schon schief gehen. Kopfhörer mal abnehmen, dass ein schrilles Geräusch kommt. Okay, dann machen wir es nichts mehr. Es ist dunkel geworden. Hier ist eine sichere Richtung. In der Vollversion des Spiels erfahren Sie die Ereignisse des Prologs mit dem Bauernhof Basewood und der Geschichte von Taylor Fox zusammenhängen. Fügen Sie das Spiel Ihre Wunschliste dazu, damit Sie den Fokus und so weiter. Ja, eher nicht so. Da hat jetzt schon viel zu viel Schiss vor. Aber die Quills. Na dann.